sind am Start in the Crew. Xfinity Herausforderung über 900 Newtonmeter, über 700 PS und ein Leergewicht unter 1500 Kilo. Das haben diese Porsche hier vorzuweisen, oder diese getunten Porsche, also die Roofs. Oh, mach Platz da. Und das merkt man gut. Boah, den einen hat sowas von vor mir weggefetzt. Also es ist kaum zu kontrollieren bei solchen Geschwindigkeiten noch, das Fahrzeug hier gut um die Kurven zu bringen, besonders Hinterradantrieb. Mit mehr als 700 PS, 900 Newtonmeter bedeutet, er kriegt die Kraft auf die Straße. Aber das Ding hat wenig Gewicht an der Hinterachse und driftet im vierten Gang bei 200. Dann wisst ihr Bescheid, ne, wie man mit dem Gas umgehen muss. Gerade auch wieder. Deswegen bin ich in den Kurven nur ganz vorsichtig jetzt mit dem Gas. Aber wir müssen vorne bleiben. Die sind nicht schlecht, die hinter uns sind. Wir müssen echt aufpassen. Ey, der ist mir voll reingefahren, dieser eine Spack. Alter. Die bauen alle Unfälle hier. Nur Unfälle. So, Freund. Sechster Gang, voll drauf. Boah, wieso latscht der mir voll rein, oder was? Geht's dem noch gut, den Einspacken, der mir reingefahren ist? Na komm. Kurveneingang. Und Kurveneingang. Oh, Drift bei 250. Ich muss mir hier sehr aufpassen mit dem Gas. Ein Fehler und man ist raus aus dem Rennen. Voll drauf latschen jetzt. Komm, auf der Geraden können wir Zeit gut machen. Okay. Derzeit noch Erster. Boah. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig mit dem Auto. Wir fahren hier 330 oder 320. Alter Schwede, was war das? Es gibt auch noch ein paar Bugs, muss ich sagen. Ihr seht ihr das? Ab und zu gibt es Bugs über Bugs, ey. Muss echt aufpassen. Vorsichtig, man muss nämlich immer auf die Karte achten auch noch. Und das ist gar nicht mehr so einfach. Fahren bei 300 und auf Karte achten, das geht meistens schief. Das versuche ich hier gerade zu meistern. Oh. Schaut euch die Striche an, die ich hier auf den Boden haue. Bei 100, 180. Ich bin von meinem Dodge gewöhnt, so früh zu bremsen, ist das Problem. Deswegen, ich bremse zu früh, weil der hat gute Bremse und wiegt nicht viel. Deswegen ist das natürlich etwas besser. Aber wir müssen trotzdem jetzt sehr gut aufpassen. Wow! Vorsichtig, Alter. Das ist echt auch von mir. Direkt hinter mir ist einer. Ich komm jetzt hier auf der Geraden nochmal voll drauf. Alles was geht. Boah, alter Schwede. Boah, das war jetzt gar nicht mehr so einfach, diese Xfinity-Herausforderung. Ey, muss ich euch echt sagen. Mission erfüllt. Ach Gott. Das war nicht einfach. Goldmedaille, jawohl. Motorkern. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, Leute, das war echt nicht einfach. Die Xfinity Herausforderung, aber immerhin, wir haben es geschafft. Und jetzt wieder mit unserem Langsamen. Dodge SRT8. Jetzt müssen wir zum anderen Punkt hin. Jetzt können wir jetzt aber noch machen. Fahre schnell und bleibe auf der Straße. Ja, damit, darin bin ich ganz gut. Es sei denn, es kommen diese blöden Kurven immer.
kommen. Ach, das sagt sie ständig. Komm, ich will Gold, ich will Gold, ich will Gold. Nur noch minimal. Jawohl, Gold. Gold gekriegt, noch gerade so. Jawohl. Egal, ob wir sie direkt reintun können oder nicht. Das ist trotzdem super. So, als nächstes haben wir einen Auftrag in... Ah, hier. Zu. Gehen wir direkt mal hin. Zum Zu. So, schauen wir mal, was da so unsere Mission ist. Alex, vielleicht. Wer da? Eric Zu. Ja, da wollen wir hin. Mit dem müssen wir uns irgendwie vertragen. Du hörst dich nicht gerade begeistert an. Du hast mir keinen Grund dazu gegeben. In New York gibt's ein Straßenrennen. Gewinn oder verpiss dich hier. Was tue ich denn, denke ich, gerade im Moment? Nur damit du es weißt, ich wollte dich nicht. Du wurdest mir zugeteilt. Zeig, ob du Geschenk oder Feind bist. Guten Tag, Dian. Z4 fährt mit, Mini Coopers und ein Hammer. Oh, der Hammer wird wahrscheinlich... Ich dachte doch gerade 160, der Hammer. Normalerweise. Normalerweise, deswegen zieht er mir gerade davon. Oh Mann, 3 Tonnen. Der fährt so und so danach sofort an die Tanke, kann ich nicht durchsetzen. Oh, gleich mal verkackt. Mach ich da nur zusammen. Boah, was ist das? Haus brennt, Haus brennt. Jetzt in der Kurve, wenn ich gut bremse, kann ich die Zeit wieder gut machen. Ah. Ich bin jetzt so gar nicht mehr an den Dodge gewöhnt hier. Der ist wieder so viel schwerer als der andere. Aber auch wie es bin, aber das alles unter Kontrolle zu halten. Weil er eben so viel wiegt, deswegen der Wheel Spin in Grenzen, ne? Der Hammer hat, glaube ich, eine Höchstgeschwindigkeit von 160, aber jetzt hier nicht mehr, ne? Das scheint die Straßenversion zu sein von dem Hammer. Oh, das ist natürlich nicht gut. Oh, was mache ich zusammen? Ich mach wieder heute nur Schirm mache ich nur hier. Jetzt wird keine Goldmedaille mehr, nee. Zu viele Fehler. Ich kenne aber die Strecke hier gar nicht, das ist voll schlimm. Komm, jetzt hier gut nicht verbremsen. Passt ganz gut. Wheelspin ist einfach scheiße, muss ich ehrlich zugeben. Na komm. Oh nein. Na komm jetzt halt aber. Jetzt wird keine Goldmedaille, wahrscheinlich auch nicht mal Silber, das wird eine Bronze. Aber immerhin wenigstens erste, ja. Weil das Problem ist wirklich, ich habe zu viele Fehler gemacht. Das wirkt sich einfach nicht gut aus. Das ist klar. Das macht sich dann bemerkbar. Ja, war klar. War mir schon klar, ja. Ja, wieso sollte ich es dann ausstatten, wenn es mir nichts bringt? Also... Pff, ganz ehrlich. Aber ich habe mir so gesehen jetzt hier nichts Gutes getan. Okay. Egal, wenn du mich lügen strafst. Kann ich am besten. Hast du von der verschwundenen Kohle gehört? Hab gehört, ein 510 hat. Was soll das heißen? Moment. Relax, Mann. Relaxen? Wenn du den Bossen das Geld nicht wieder beschaffst, können wir auch gleich selbst in den Hudson fahren. Verstehst du? Also soll ich Geld wieder beschaffen. Auch cool. Also Eric Zu. Er hat eine interessante Akte. Sieht mir nach einem interessanten Typ aus. Aber wir brauchen ihn auf unserer Seite. Meinst du, du kannst mit ihm arbeiten? Wenn ich es mit dir aushalte, wird der ein Kinderspiel. Zum Auto finden. Was für ein Versteck der Autos es gibt, weil den Hot Rod habe ich ja schon, wie ihr den Let's Play entnehmen konntet.
damit sie sich hier verstecken, was auch immer das sein wird. Noch ein Hot Rod. Also Hot Rods. Das sind die verschiedenen Hot Rod Versionen, glaube ich. Es gibt eine Straßenversion, vielleicht sogar eine Geländeversion, eine Race-Version, bla bla bla. So, aber ansonsten würde ich sagen, wir schauen im nächsten Display, wie es weitergeht. Und wie wir dann dementsprechend dieses Geld wieder beschaffen. Gut, dann Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.